Ja, wir sind wieder am Start. Für mich nur ein paar Sekunden, für euch wahrscheinlich ein, zwei Tage zwischen den Folgen gewesen. Weiter geht's. Wir stelzen den Berg hoch, haben gerade den Heli gebasht. Ausnahmsweise mal nicht wie ein Battlefield selbst im Heli gehockt, sondern. Fuck, da. Meine Güte. Sondern uns vom Heli haben bashen lassen, ein paar. Jetzt sag mal, ist ja gut hier. Was ist das da oben? Okay, hier geht's hoch. Gut, das ist bescheuert, ne? Hier geht's hoch. Ja, wo soll's denn sonst hingehen? Oh, nee. Geschicklich. Guck mal, die haben sogar gemacht, dass die Luft flimmert da hinten. Dahinter. Geschicklichkeitssprungeinlage. Das wird jetzt wieder erstmal total in die Hose gehen. Ja, ich wusste's. Das war so klar. Einfach mal voll vorbeigesprungen. Aber freies Speichern hat was. Freies Speichern ist gut. Wenn es jetzt noch lädt, ohne zu crashen. Ja, sag mal. Ey, meine Güte, sag mal. Okay. Geschafft. Next. Und. Ah, geschafft. Gut. Ja, solche kleinen Geschicklichkeitshüpfpassagen. Gequickscoped. Hatte Half-Life das Original noch ein paar mehr. Das war ja fast schon ein Zwischending an manchen Stellen zwischen Shooter und. Und Jump'n'Run. Ja, okay, so ein paar Headcrabs, ehrlich gesagt, schocken mich jetzt nicht sonderlich. Dafür bin ich schon zu gut bewaffnet. Übrigens auch sehr cool, wie das hier an die Waffe spritzt vorne alles. Ladezone. Ich überlege gerade, was jetzt als nächstes kommt. Ich meine, selbst wenn mir es einfällt, ich werde es nicht verraten, aber ich bin auch gerade selbst nicht so ganz sicher, wo wir uns jetzt eigentlich gerade befinden. Also ich denke mal, die Hälfte vom Game haben wir schon gut durch. Wie gesagt, die Xen-Levels sind ja nicht dabei bei Black Mesa. Ich müsste mal wieder auf die Homepage gucken, wie es um den Release der Xen-Level steht. Denn ich scheine ja der einzige, also einer der wenigen gewesen zu sein, die Xen-Levels in der Originalfassung extrem geil fanden. Einfach weil es ein kompletter Kontrast war zu den ersten zwei Dritteln des Games. Seht ihr mal, guck mal hier, wie das mit den Schatten funktioniert. Taschenlampe hier. Nice, oder? Sowas wird woanders als unglaubliches Feature angepriesen. Ah, ich weiß, wo wir sind. Okay, jetzt. Oh, jetzt wird's schwer. Da oben ist alles voll. Von Gegnern. Und wenn es mich nicht täuscht, ist da oben, glaube ich, sogar irgendwo ein Panzer am Start. Guck mal, wie sie versucht haben, dieses Tiefengefühl von Wasser hier irgendwie reinzukriegen. Okay. Ich muss das mal ganz vorsichtig oben rauslunzen. Wisst ihr, was wir machen? Fuck. Das wollte ich gar nicht. Okay, wir haben ein paar getroffen, glaube ich. Haben wir den? Ich weiß nicht. Der Fuck geht da hinten ab. Okay, das bringt nichts. Hier müsste. Das, wisst ihr, also was ich ursprünglich vorhatte, bevor die mich entdeckt haben, ich hatte vorher so ein Ding reinzuwerfen, was man dann zünden kann im Nachhinein. Allerdings war das keine gute Idee. So Leute, ich bin jetzt an der Stelle bestimmt 10-mal verreckt. Das habe ich mal rausgeschnitten. Ich glaube, ich habe eine Taktik, die halbwegs klappt. Erstmal eine Granate hier raus, dass die ersten paar verrecken. Dann nochmal hier. Zack. Und jetzt nochmal ein paar Granaten nach da hinten. Weil da hinten auch ein paar rumsteht. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wow, fuck, fuck. Da ist ein Panzer. Da ist ein Panzer. Da ist ein Panzer. Da ist ein Panzer. Der fuck, Panzer. Okay. Okay, wir campen jetzt erstmal hier drinnen. Die müssen jetzt ja quasi hier an die Tür kommen. Achtung. Bam. Mal nachladen, weil nur mit so einem Doppelschuss sind die, glaube ich, sind die sofort down. Okay. Wir haben noch eine Granate drin. Wir haben noch eine Granate drin. Ah, die brauchen wir gar nicht, oder? Die sind doch jetzt alle tot. Jetzt holen wir hier mal schnell die Panzerfaust raus und bashen diesen... The fuck? Den Panzer machen wir jetzt einfach mal kaputt. Weil der... Ist zu dumm, hier auf Holz hinzuschießen anscheinend. Bam! Da geht der Downer Panzer. Das war eine schwere Geburt, Leute. Das war echt eine schwere Geburt. Aber sind alle tot. Ich weiß gar nicht, wie jetzt der offizielle Weg gewesen wäre, das hier eigentlich zu schaffen. Aber drücken wir mal aufs Knöpfchen. Das schadet nichts. Ich werde an der Stelle mal einen richtigen Speicherpunkt anlegen. So.
Panzer kaputt, mal unten unterm Panzer durchstelzen, mal schauen, ob wir vielleicht hier irgendwo noch ein bisschen Lebensenergie und Zeug rumliegen haben. Okay, Shotgun-Munition ist nie verkehrt. Hier muss es doch irgendwo noch ein bisschen... Ah, da ist hier, glaube ich, noch ein bisschen was drin. Ja, da ist. Okay, hier kann man nichts drücken. Hier vielleicht noch. Ja, hier liegt irgendwie Gehirn oder was auch immer das ist. Konnte man auch raus. Hier oben mal gucken. Hier ist nichts. Okay, wir haben wirklich ein bisschen wenig Lebensenergie, wie es aussieht. Gucken, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht ist hier noch was drin. Das war echt eine schwere Geburt hier gerade. Okay, gehen wir mal schauen. Hier ist jede Menge Autos am Start. Okay, ich werde jetzt hier nicht runterkriechen, weil ich dann wahrscheinlich aufs Maul krieg. Wo geht's denn weiter? Wo geht's denn weiter hier? Ist hier oben irgendwo in den Luftschacht oder sowas? Nee, ne? Ja, wo geht's weiter? Ach, wahrscheinlich einfach da... Ja, jetzt sag mal, wo hänge ich denn dran fest? Vielleicht hier durch die Tür einfach? Nee, ne? Hol mal die Autos runter. Vielleicht kann man hier nämlich irgendwo hochfahren. Ah, da hinten ist Lebensenergie, ich sehe es. Ah, sehr gut, sehr gut. Da schon wenigstens eins. Und noch eine Rakete. So, ach, hier geht's rein. Verstehe. Oder ist das hier? Moment, nee, nee. Hier geht's nicht rein. Das ist hier, wo ich hergekommen bin, oder? Oder? Bin mir nicht ganz sicher. Nee, das war was anderes hier jetzt. Nee, doch nicht. The fuck? So, ich habe hier aufs Knöpfchen Wow! Hier geht's nicht lang. Ich habe hier aufs Knöpfchen gedrückt und dann ist hier vorne die Tür aufgegangen. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich auch einfach hier durch. Eigentlich total blöd, wo ich da wieder rumgeeiert bin gerade. Okay, mal mit dem Scope ausschalten, ob hier nicht irgendwo... Da ist ein Panzer. Was will denn der hier? Ich mag das nicht, wenn hier Panzer rumfahren. Wir haben noch genug Raketen für einen Panzer. Wenn wir jetzt ownen den Panzer. Bam. Panzer. Hör auf zu schießen. Aufhören zu schießen. Bam. Oder ist er down? Ja, der LRV in Battlefield ist deutlich gefährlicher als dieses Ding hier. Und das soll auch eindeutig... Oh, TF. Was beschießt mich? Was beschießt mich? Ich sehe nichts. Ach, die hier. Auf den Kopf. Granate! Gut, das war auch nicht so übel, ja. So, hier unten ist ein bisschen Energie. Ich höre Gegner. Bam! Das war die verschenkteste Granate ever. Wow. Angeblich kam es gerade von hinten, der Schaden. Ja, auf jetzt macht, steckt sein Kopf raus. Man konnte sich auch irgendwie lehnen, oder? Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Ich bin mir ganz sicher, ob ich das überhaupt eingeschaltet habe, ob es überhaupt geht. Ging im Original, soweit ich mich erinnern kann, auch nicht. Also brauchen wir das hier nicht. So, ist hier vielleicht noch ein bisschen Rüstung? Jawohl. Es ist echt gewöhnungsbedürftig, dass man Zäune nicht mehr kaputt machen kann. Also nein, es ging im Original übrigens auch nicht. Ich bin bloß einfach gerade sehr oft am Battlefield 3 spielen und naja, da geht sowas. Eigentlich ist das Game ist auch nicht für Umgebungszerstörung ausgelegt. Das will ich dem Spiel jetzt nicht irgendwie negativ auslegen. So, okay. Dann würde ich mal sagen, sind wir mit dem Gebiet hier fertig. Stellen wir gleich mal weiter. Kann man hier rein? Ah, cool. Ah, man muss hier glaube ich sogar rein, weil es hier gar nicht weitergeht. Okay. Bevor ich die Tür aufmache... Sag ich mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss. Und für mich geht's gleich weiter, für euch wahrscheinlich in ein, zwei Tagen. Bis dann. So, wir sind wieder am Start. Black Mesa. Und letzte Folge hatten wir echt Schwierigkeiten, diesen einen Platz zu stimmen. Und hier geht's gar nicht lang. Jetzt habe ich letzte Folge so großartig angekündigt. Hey Leute, ich gehe jetzt durch die Tür hier durch. Dabei geht's hier gar nicht lang, sondern wahrscheinlich geht's jetzt hier lang. Und jetzt kommt Lade. Jawohl, ich wusste's. Das ist normal. Also... Generell muss man sagen, in Half-Life 1 und auch in Half-Life 2, die haben gerne so Gebiete zwischen zwei Türen immer benutzt, um halt eine Ladezone
so eine Ladezone zu verstecken. Oh, ich höre schon. Oh, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Vor allem ruckelt's wie Sau. 28 Frames. The fuck? Wenn ich hier hingucke, 90 Frames. Au. Geht dauern. Die sind bestimmt noch mehr. Das ist bestimmt nicht der Einzige, der hier rumkrebst. Ich habe keine Magnum-Munition mehr. Das ist blöd. Ich habe hier einen gehört gerade. Ich weiß bloß nicht so genau, wo. Hier vorne sind Minen am Start. Wahrscheinlich hier hinter. Was ist das hier? Softdrinkdose. Okay, das geht nicht kaputt. Irgendwo war hier noch einer. Da ist er. Man hatte nämlich gehört gerade, die machen immer so doofe Geräusche. Okay, jetzt schauen wir hier gerade mal ein paar Minen wäschen, dass wir hier noch an die Rüstung kommen. Hier geht es wahrscheinlich nicht lang. Ah, okay, Strommast stellst, verstehe. Hier müssen wir jetzt lang. Okay. Mal gucken, dass hier nicht auch irgendwelche Minen sind. Kann man die den eigentlich kaputt machen, den Kaktus? Weil das sieht so aus, seht ihr das hier? Das sieht für mich so aus, als gibt, sind das hier einzelne, ich nenne es mal Trefferzonen. Ey, mich juckt es ja, das jetzt mal auszuprobieren, ne? Aber ich glaube, dazu reicht auch, wenn wir eine Handgranate hinwerfen. Achtung, Achtung, Kaktus! Ne, okay. Dann lassen wir den Kaktus mal gewähren hier jetzt an der Stelle. Nochmal eine Dose. Guck mal, sogar die Dose, Leute, ohne Scheiß, ihr seht ihr es, sogar die Dose wirft Schatten. Mal gucken, ob man auch mit der Dose... Nein, das geht nicht. Vielleicht habe ich auch einfach nur nicht getroffen. Wir probieren das nochmal aus. Nee, das geht nicht. Das wäre auch zu geil gewesen, oder? Ey, scheiße! Das geht? Unglaublich. Scheiße, das Game ist 10 Jahre alt. Und sowas geht. Muss man sagen, nicht schlecht, oder? Ich höre was. Ich bin mir nicht so... Ich wollte gerade sagen, es ist nicht so sinnvoll, das jetzt da rauszurennen. Okay, da brauchen wir ein paar Granaten jetzt an der Stelle. In der Hoffnung, dass wir treffen. Man hatte nämlich, ich erinnere mich, im Original noch ein Zielkreuz für die Granaten. Oh! Jawohl, haben wir zerstört. Ich bilde mir ein, im Original gab es noch so einen Punkt für die Granaten, dass man wusste, wo man hinwirft. Hier weiß man das nämlich nicht. Und es war bestimmt nicht der einzige Sniper, der hier rumstellst. Hier oben sind bestimmt noch mehr und ich habe keine Granaten mehr für die MP5. Übrigens, das hier, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ist eine MP5, auch wenn es nicht unbedingt so aussieht. Laut Storyline ist das eine MP5 und deswegen nenne ich das auch MP5. Man könnte ja mal versuchen, vielleicht gegen zu snipern. Aber da oben ist nichts. Vielleicht doch. Fuck. Man könnte... Ich nehme einfach mal den Raketenwerfer, weil damit können wir im Zweifelsfall die Sniper-Stellung in die Luft jagen. So, Granate rein. Bam! Boah! Bass in meinem Kopfhörer explodiert. Okay, das... das war eine geile Granate. Okay, nochmal, jetzt Achtung! Boah! Da gehen die Frames gleich mal auf 20 runter bei den Partikeln. Okay, hier geht's nicht rein, hier geht's auch nicht rein. Ich nehme ohne Scheiß, ich nehme jetzt den Raketenwerfer. Wenn da oben jetzt irgendwie ein Sniper spawnt oder so. Bin ich am Arsch hier unten. Kann man das hier nicht jagen? Jawohl. Hier sind jetzt bestimmt Sniper am Start irgendwo. Hier brauche ich mal eine Granate. Und um die Ecke. Achtung. Bam. Es ist sogar, es dämpft sogar bei einem Spiel vor 10 Jahren die Mauer, die Lautstärke der Explosion. Gut, jetzt müssen wir ziemlich sicher hier drunter durchstelzen. Jawohl. The fuck? Das spawnt der Sniper hinter mir einfach mal. Der hat jetzt aber ausgesnipert, das sage ich euch. Achtung, Achtung. Bam! Der Sniper. Pech gehabt. Tja, na? So einfach kann es gehen. Gut, ob man jetzt tatsächlich den Schuss für einen Sniper verschwenden muss, das einmal dahingestellt. Hier.
Okay. Gehen wir hier mal rauf aufs Dach. Wow. Ah, die Hitbox kaputt, hä? Oh, muss man jetzt hier irgendwie außen lang stelzen oder was ist hier los hier? Ne, das muss man nicht. Wahrscheinlich. Ach, man muss hier jetzt rein. Genau. Hier muss man rein. Auf, Freeman. Fetter Sack. Na, was geht? You're heading for the Lambda Complex, aren't you? Mach es, ja. I was heading there myself until I wound up here and, well, I simply lost my nerve. Take one look through that door and you'll see what I mean. I'm going to wait out the catastrophe in here. If you intend to go on, then I beg of you, for all our sake. Ich zeige euch mal, was passiert. Ich gehe mal davon aus, dass das diese Stelle ist. Wenn ich jetzt hier ein Explosivding kille, dann fliegt der komplette Raum in die Luft. Achtung. So, man stirbt dann. Das war, oh, das war schwer. Das weiß ich noch. Das war echt schwer. Es gab in Half-Life 1, also im Original, so einen Glitch. Da konnte man, ich probiere es mal aus. Nein, das geht hier nicht. Da konnte man auf diese Dinger springen, wenn sie an der Wand hingen. Und konnte so drüber stelzen. Fuck. Oh, Geschicklichkeitseinlagen. Ihr wisst ja, ich liebe Geschicklichkeitseinlagen. Kann man hier eigentlich... Nee, oder? Nee. Oh. Headcrabs! Heieiei. Siehst du, das Spiel, das schockt mich nicht. Dadurch, dass es irgendwie gruselig wäre jetzt zu der Stelle, sondern einfach... Weil es halt saumäßig spannend ist, wenn da mal so ein Headcrab vor dir spawnt und droht, in den Laser zu hüpfen. So, hier müssen wir wahrscheinlich irgendwelches Zeugs hinschieben. Ja, okay, mal speichern. Oh, das war der beste Sprung ever. Nice. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht speichere, während ich gerade was kaputt mache. Euch an, Leute. Guckt's euch an, ey. Die Musik passt super dazu. Oh, fuck. Fuck. Was? The fuck? Hier ist doch gar nichts. Muss ich verarschen? Ah, doch. Oh, bin ich blind. Scheiße. Hier drin irgendwas. Ah, nice, hier hätte ich auch lange gekonnt, okay. Oh. Okay. Das ist echt nicht ohne hier rum, das rum. Oh, fuck. Scheiße, Mann, wo geht's denn lang? Können wir hier langstelzen jetzt, wo wir das kaputt gemacht haben? Geht das? Das geht nicht, ne? Kommen wir nicht durch. Mein Nerve hier. Aber hier kommen wir durch. Ja, hier kommen wir durch. Das ist gut. Jetzt gehen wir nämlich hier drauf und dann hüpfen wir. Oh, fuck, nein! Okay, das ist schlecht. Schlecht. Okay.
gehen jetzt mal hier. Okay, hier waren wir schon mal. Da liegt irgendein zerfetztes Viech rum. Wir müssen doch jetzt nicht allen Ernstes hier drinnen durch, oder? Fuck. Wir müssen doch nicht allen Ernstes hier durch. Meine Güte. Oh. Stelle ich mich aber an hier. Ich hoffe, wir müssen echt durch den Container durch. Bisschen Mission Impossible mäßig hier jetzt. Okay, haben wir geschafft, haben wir geschafft. Oh, 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 oh. So, und nu, sind wir hier durch und jetzt? Allen Ernstes? Allen Ernstes hier drüber jetzt? Also ohne freies Speichern wären wir hier komplett, meine Güte, ohne freies Speichern wären wir hier echt komplett am Arsch. Okay, das machen wir noch. Dann muss ich hier einen Cut mal machen. Das hält sich ja im Kopf nicht aus. Okay. Okay. Boah. Kommt man hier drauf? Ja, 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 ja. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Das Ding wackelt nicht. Ja, nice, nice, nice. Wahrscheinlich muss man jetzt. Ich lass mal hier hinten schauen. Ich lasse den Speicherpunkt da vorne mal, dass ich zur Not laden kann. Okay. Boah, guck mal hier, sogar die Lupe hat einen Effekt hier. Nice one. Okay, hier sind wir, glaube ich, richtig. Wir speichern jetzt mal. Okay. Mal aufladen. Nicht so, dass wir es jetzt brauchen würden, aber man weiß ja nicht, was jetzt danach kommt. Okay. Okay, okay. Okay, wir müssen jetzt hier auf den... Ach, fuck. Meine Güte. Das Springen ist echt nicht so ohne. Er muss rennen und dann diesen Crouch-Jump machen. Hallo? Oh oh. Oh oh. Nein! Bam! Fuck. Ah, okay, ich muss die Kiste erst zerstören. Verstehe. Jetzt geht das nämlich auch. What's up? Ich habe gespeichert. Das war sehr schlecht. Boah! Gut, Glück gehabt. Und jetzt muss man von hier in die Mitte springen. Ja. Ah. Nice. Neue Waffe. Wir haben es geschafft. Oh, das war... Leute, das war sehr nervenaufreibend. Übrigens, richtig coole Waffe, die ich jetzt hier habe. Kann ich euch gleich mal zeigen. Oh. Anal eingeführt. Sah aber echt so aus, oder? Mit der Waffe, die schießt nämlich automatisch, suchen die nämlich nach den Gegnern. Das sind irgendwie so komische Mücken oder sowas. The fuck? Okay, wenn er natürlich die Waffen wechselt, einfach ist nicht so gut. Okay, Leute, an der Stelle. Nee, oder? Leute! Komm hin. Das ist nicht euer Ernst, oder? Dass man hier stacken kann. Nee, kann man nicht. Oh, Leute, jetzt haben sie mich geschockt. Okay. Wir machen an der Stelle Schluss. Anstrengend genug. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.